Moin und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren San Andreas Mod, diesmal von mir etwas bearbeitet. Und zwar, ihr kennt ja wahrscheinlich noch den Skin Selector und einmal die Züge, die ich damals hochgeladen habe, also dass halt die Züge auf zwei Seiten fahren. Und wie man das kennt, es ging immer nur einer von beiden, von den Mods. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass beide zusammen funktionieren. Und es ist eigentlich ganz chillig, wenn man halt nicht andauernd switchen muss. Ich zeige das euch mal. Also ich nehme jetzt mir erstmal irgendwie so einen Skin. Ja, Juno ist cool. Geh halt mal raus. Ja gut, ich bin jetzt nicht an irgendeinem Bahnhof, leider. Dann wollen wir uns mal kurz hin teleportieren. Oder an irgendeine Gleisstrecke. Ich weiß, da unten ist Market, aber ich gehe lieber an Gleisstrecken. Denn, ja, da spawnen die etwas öfter als an Bahnhöfen. Ah, ihr seht schon, da oben kommt schon der erste Grüne. Da müsste der nächste Rote auch irgendwo auftauchen. Hoffe ich doch. Ja, okay, da wurde jemand überfahren und da hinten ist der nächste Zug gespawnt. Also der entgegenkommende. Und was zur Hölle läuft hier gerade schief? WTF! Jetzt wollen sie sich verhauen mit Baseballschlägern. So, da kommt schon der nächste. Und ihr seht, die beiden Mods funktionieren. Ich kann immer noch switchen. Ja, also ich hoffe, euch hat dieser kleine Mod gefallen. Download wie immer unten in der Videobeschreibung. Installation, ich weiß noch nicht, ich denke mal, ich mache noch eine hinten dran und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit zurück auf meinem Desktop. Bevor ich jetzt anfange hier zu installieren, möchte ich euch den Rat geben, macht euch von eurem aktuellen GTA ein Backup. Daher diese Mods leider nicht im Online-Modus funktionieren und sogar für Crashes sorgen können. Darum macht euch wie gesagt ein Backup und dann seid ihr auf der sicheren Seite. So. Jetzt kommen wir zur Installation. Ihr geht dahin, wo ihr euer GTA gespeichert habt. Bei mir ist es unter, ja, und auf der zweiten Festplatte, dann unter Züge-Mods, aktuell noch zur Zeit. Ja, habt dann euren GTA-Ordner, dann würde ich sagen, wir starten mit Skin Selector. Cleo ist klar, einfach alles in euren Cleo-Ordner. Ich muss das jetzt nicht alles machen, weil ich das schon alles drin habe. Ich sage es euch aber trotzdem. Einfach markieren und dann in den Cleo reinziehen. Dann seid ihr hier so gesehen auch schon fertig und ich fange schon das Stottern an, weil ich einfach zu schnell rede, weil ich hier einfach schnell fertig werden möchte. Ja, könnt den schon zur Seite ziehen. Dann kommen wir zu den Zügen. Ebenfalls eine Cleo-Datei auch einfach in den Cleo-Ordner ziehen. Könnt hier auch schon zurück, dann geht ihr in die Data. Ebenfalls hier auch in die Data. Geht dann unter die Maps, auch hier unter die Maps. Nimmt diese Tilgs Datei und zieht die einfach hier mit rein. Und dann fragt ihr euch kopieren oder ersetzen, dann macht ihr halt ersetzen, geht hier wieder zurück, auch hier zurück, geht unter die Parts, hier auch ebenfalls unter die Parts, dann auch alles hier markieren und ebenfalls reinziehen. Könnt hier zurück und dort auch hier, das so gesehen könnt ihr sogar ganz schließen. Hier nochmal zurück, dann kommt die GTA 3 IMG. Jetzt öffnet ihr euer Spark oder IMG Tool, markiert das alles und zieht es einfach in die GTA 3 IMG rein. Speichert das Ganze und ihr habt dann beide Mods installiert. So, kommen wir zu GTA Data hier. Das ist die Data, die ich ein bisschen modifiziert habe. Ja, jetzt habe ich alles geschlossen. Ich bin so schlau. Gehen wir dann nochmal hier ganz kurz rein unter die Data und nimmt dann einfach die Data und ballert die damit rein. Fertig ist und dann könnt ihr auch schon loslegen mit eurem GTA. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zocken und ich sage jetzt, haut heraus, euer Mr. Zeratox. Ciao, ciao.